Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial-Video bei Hearthstone. Dieses Mal sprechen wir über die Heldenklassen. Eins vorweg, separate Videos zu einem Deckbau für die einzelnen Helden wird es im Anschluss noch geben. Ich möchte jetzt einfach nur mal kurz darüber sprechen, was es für Heldenklassen gibt und was für Fähigkeiten diese einzelnen Helden besitzen. So. Es gibt insgesamt 9 Heldenklassen: den Krieger, den Schamanen, den Schurken, den Paladin, den Jäger, den Druiden, den Hexenmeister, Magier und den Priester. Grundsätzlich unterscheiden sich die Klassen durch ihre besonderen Karten und Fähigkeiten voneinander. Ja, wir haben jetzt hier als Beispiel mal den Krieger aufgerufen. Er hat die besondere Fähigkeit, dass er eben 2 Rüstungspunkte pro Runde dazu bekommen kann, indem er 2 Mana-Punkte bezahlt. Grundsätzlich sind alle Heldenfähigkeiten so ausgelegt, dass sie bei allen 2 Mana-Punkte bezahlen müssen. Nur jeder hat eine unterschiedliche Fähigkeit, die sich dann entsprechend auch kombinieren lassen. Wie gesagt, der Krieger erhält 2 Rüstungspunkte. Daraufhin basieren auch seine Karten darauf, möglichst viele Rüstungspunkte zu bekommen, um sich selbst A zu schützen und B Schaden auszuteilen, entweder durch direkte Angriffe oder eben durch Fähigkeiten, die anhand seiner Rüstungspunktzahl abhängig sind. Ja, das ist der Krieger. Dann als nächstes gibt es den Schamanen. Der Schamane hat die Fähigkeit, mit 2 Punkten ein zufälliges Totem zu beschwören. Darin unterscheiden wir 4 verschiedene Totems. Einmal ein Totem, also ein Totem ist ein Diener, der entweder 0 Angriff und 2 2 Leben hat, um sich am Ende des Zuges alle Diener um einen Punkt zu heilen. Oder hat ein 1-1er Angriffsmonster, was aber sonst so keine Fähigkeiten hat. Ein dritter Totem ist 0 Angriff 2 Verteidigung, das eben ein Verteidigungsmonster ist, ein sogenanntes Spotmonster. Und der vierte Totem ist ein Totem, der auch 0 Angriff und 2 Verteidigung hat, der sagt, immer wenn ihr ein Zauberschaden wirkt, wird dieser um 1 erhöht. Was diese einzelnen Karten sind, was diese ganzen Namen bedeuten, darauf komme ich im dritten Video zu sprechen. Ja, das ist soweit erstmal der Schamane. Diese Decks sind meistens so ausgelegt, dass sie auf viele Einheiten spekulieren und darauf die sich gegenseitig schützen und verstärken und eben durch Zauber den Gegner auch schwächen. Als nächstes haben wir den Schurken oder die Schurkin. Die Schurkin hat die Fähigkeit, durch 2 Fähigkeitspunkte einen Angriffspunkt dazu zu bekommen, Quatsch, eine Waffe anzulegen, die zweimal verwendet werden kann und die einen Angriffspunkt hat. Dadurch kann der Held selbst den Gegner direkt angreifen oder eben einen Diener, wobei beim Diener zu beachten ist, dass wenn dieser Diener Angriffspunkte hat, die von den Lebenspunkten des Helden abgezogen werden. Als nächstes gibt es den Paladin. Der Paladin hat die Fähigkeit, auch für 2 einen Diener herbeizurufen, der einen Angriff und einen Verteidigungspunkt hat. So basiert der Diener eben, der Paladin darauf, sich parallel zu heilen und aber auch durch verstärkte Angriffe anzugreifen, durch eigene Waffen oder eben durch die Diener, die eben auch stärker werden durch andere Karten, die mit diesen kombinierbar sind. Als fünftes gibt es den Jäger. Die Jägerklasse ist eher mehr darauf ausgelegt, den Gegner schnell zu besiegen, hat deshalb die Fähigkeit, auch für 2 Kosten nur dem gegnerischen Helden, also nicht dem gegnerischen Diener, wie beim Schurken,
zwei Punkte Schaden zuzufügen. Dadurch hat er den Vorteil, dass er eben selbst durch seine Heldenfähigkeit auch keinen Schaden erleiden kann. Ja, aber er muss es, wie gesagt, jede Runde halt einsetzen, im Gegensatz zum Schurken, der eben in der nächsten Runde auch noch davon profitieren kann. Als sechstes gibt es den Druiden. Der Druide hat die besondere Fähigkeit, dass er einen Angriffspunkt dazu bekommt und sich gleichzeitig eine Rüstung anlegt, also so eine Mischung aus Schurke und Krieger. Er hat halt den Nachteil, dass er das jede Runde aktivieren muss und eben nicht noch von der letzten Runde wieder Schurke profitieren kann. Dafür hat er halt aber den Vorteil, dass er einen Rüstungspunkt dazu bekommt. Der Krieger bekommt zwei Rüstungspunkte, kann aber dafür nicht angreifen. Also hier gibt es eben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wenn er eben den Helden angreift, behält er halt seinen Rüstungspunkt, weil er eben nicht drauf geht. Aber am Ende des Zuges ist der Angriffspunkt auf jeden Fall immer wieder weg. Vorteil ist natürlich durch den Rüstungspunkt, wenn er als Beispiel eine Einheit angreift, die nur 1-1 hat, kann er sie besiegen und gleichzeitig bekommt er keinen Schaden und opfert dafür nur seinen Rüstungspunkt. Der Druide ist eher darauf ausgelegt, schnell viel Mana zu bekommen und auf starke Einheiten auszulegen und sich parallel aber auch zu schützen. Der Hexenmeister ist auch ganz klar eine Fähigkeit, ein Held, der versucht, schnell zu gewinnen, der schnell mit kleinen Einheiten, die wenig kosten, möglichst schnell das Feld zu dominieren. Er hat halt eine Fähigkeit, dass er zwei Lebenspunkte opfern kann und dafür eine Karte ziehen kann. Also hier ganz klar auf Kartenvorteil ausgelegt. Gerade für Leute interessant, die sehr viel auf Decks legen, die sich, also auf Decks spielen, die schnell sich durchs Deck ziehen, um an bestimmte Karten auch ranzukommen. Ja, mein Favorit ist der Magier oder die Magierin. Diese hat die Fähigkeit, einen Schadenspunkt zu verteilen, unabhängig beim Gegner oder beim gegnerischen Helden. Wie gesagt, aber nur einen Schadenspunkt, bekommt auch keine Rüstung dazu oder dergleichen. Der Magier ist, wie gesagt, ausgelegt auf, wie es sich auch schon anhört, auf Zauber, viele Zauberfähigkeiten, die eben parallel mit ein paar Monstern zur Verstärkung kombiniert werden. Aber Magier grundsätzlich auf Zauber mit Direktschadensattacken. Zum Schluss gibt es den Priester. Der Priester hat die Fähigkeit, zwei Leben wiederherzustellen, eben entweder bei sich selbst oder eben bei einem Diener. Dadurch ist der Magier in der Lage, eben zwei Punkte zu heilen und der Magier eben zum Beispiel nur einen Schaden zuzufügen. Also hier hat der Priester in der Regel einen Vorteil. Dadurch ist er aber gegen andere Klassen wieder schwächer ausgelegt. Also hier greift ganz klar bei allen Helden das Stein-Schere-Papier-Prinzip. Und das hat Blizzard hier in dem Fall sehr gut ausbalanciert. Inwieweit sich das durch das neue Add-on repräsentieren wird, das wird sich noch zeigen. Und der Priester halt hauptsächlich Heilzauber, die eben eingesetzt werden, um eigene Einheiten zu heilen, genauso wie die Diener vom Priester Fähigkeiten in der Regel haben, die, wenn sie geheilt werden, irgendwelche Fähigkeiten auslösen. Ja. Das soweit erstmal von den Heldenfähigkeiten. Und da muss jeder selber gucken, welcher Held zu einem speziell passt. Und es kommt auch immer ein bisschen auf die aktuellen Karten an, auf das aktuelle Metagame, sprich, was für Decks aktuell sehr, sehr gut sind. Und dementsprechend kombinierbar die einzelnen Karten sind. Das war's, wie gesagt, erstmal jetzt für dieses Tutorial. Und als nächstes wird dann das Tutorial folgen, was dann mal ein Spiel zeigt und dort mal die einzelnen Spielszenen mal kommentiert werden und vor allen Dingen auch erklärt werden. Bis dahin, macht es gut!